Erbsen, oh, das ist lieb. Das ist lieb. Ich werde mich da einlegen. Na, Ladies, was läuft so bei euch? Oh, so ein Vollkottel. Und da sagt ja mir der blöde Nachbarshund, ich bin zu fett für die Katzenklappe. Eindeutig ja. Na gut. Was ist denn? Passt noch durch, gerade so. Und schmeckt total beschissen. Warum hey, frisst du dann weiter? Warten Sie doch mal einen Augenblick. Wir wollen mit Ihnen über Gott sprechen. Ihr seid Wölfe. Da würde ich aber auch wegrennen, Mann. Und wollt mich fressen. Ich bin noch nicht bescheuert. Nur eine Sekunde, Mr. Schlauer Hase. Man kann nicht meckern. Also, ist gut geboren. Hase, Sie müssen wissen, dass Jesus uns alle liebt. Ihr könnt mich am Arsch lecken. Dass ich diesen Vollidioten noch jedes Mal wieder die Tür aufmache. Warum auch? Ich würde einen Wolf auch meinen Hasenbau öffnen. Warum nicht? Oh, so lässt sich's leben. Den Bauch voller Popcorn und im Fernsehen läuft ist mein Hobby. Jetzt fehlt nur noch ein kaltes Bier. Hey! Das erinnert mich an South Park, an die Wii-Folge. Gott ist tot heißt die Folge. Zwei Folgen, ist ja Doppelfolge. Hey, Birgit, hol mir mal ein Bier. Hol dir doch selber eins. Komm doch her, nur weil du ein bisschen größer bist, heißt das nicht gleich, dass du die Königin der Savanne bist. Ah. Da muss ein Missverständnis vorliegen. Missverständnis? Krass. Ich beiß dir deinen königlichen Schwanz ab. Ich beiß dir deinen... Sehr gut, mach das. Da freue ich mich drauf. Alles okay, was ist denn da los? Komm doch her. Das hat einfach Angst. Liebe Markus, Einigkeit, ja, trink doch mal Kleinigkeit. Ich glaube, bei dir ist eine Kleinigkeit schon zu einer viele Kleinigkeit, Alter. Oh mein Gott, hier sind überall Hornissen. Okay. Also wer von euch kleinen Scherzkeksen hat in meinen Wasserkocher gepinkelt? Das klingt nach einem klaren Fall. Da kannst du es wenigstens gleich nochmal warm kochen, Mann. Für die Kitzelpolizei. Oh nein, Clemens, bitte nicht die Kitzelpolizei. Das war ein eindeutiger Verstoß gegen das Gute-Laune-Gesetz. Was zum Teufel geht mit denen ab, Alter? Aufhören, Clemens, bis zum Tod. Oh nein, Clemens, oh nein. Ich kann nicht mehr. Oh, komm her, Baby. Nein. Baby, Verpiss dich endlich! Ich hab verschlafen! Ich glaube, wir haben da... Das könnte ich sein, eindeutig. ...noch einiges zu klären. Das kannst du laut sagen, du altes Fellknäuel. Oh Mann, lass mal lieber eine Pause machen. Ich bin zu alt für den Scheiß. Wieso liegt das noch mal im Bett? Ja gut, wer reagiert denn nicht so bei Keksen, Mann? Stell dir vor, du schläfst da so seelenruhig und auf einmal wachst du so total verschlafen auf und neben dir liegt plötzlich ein Keks. Ich würde den erst essen und dann mich fragen, wo der herkam. Ich liebe Kekse. Hey, genau hast so. Du noch einen Fisch? Na sicher doch. Du willst mich doch nicht etwa an dieses Monster verfüttern. Ich dachte, wie meine Freunde... Was war denn das? Das war irgendwas Rotes. Das ist schon wieder. Was ist denn das? Mann, das habe ich ja noch nie erlebt. Das fliegt ja überall hin. Endlich gibt's was zu essen. Das wurde höchste Zeit. So denke ich auch immer. Denkt meine Katze bestimmt, wenn ich mit einem Laserpointer durch die Gegend schieße. Ei, hey, hängt der Magen in den Kniekehlen, Mädchen. Was gibt's denn? So Erbsen. Oh, das ist lieb. Ich werde mich da einlegen. Erbsen. Ach, und knapp ist die letzte Erbsen. Mein Schnabel, die Gesundheit. Gesundheit? Was? Hey, ich bin doch der Hund. Du musst doch eigentlich vor mir abhauen. Wird mal wieder Zeit für eine neue Rangordnung. Los, lauf, du blöde Töle. Oh, Mama, lass mich einscheißen. Ist unser neues Frauchen Mensch oder eine fette Kuh? Ich glaube eher das zweite, Maurice. Überraschung, okay. Onkel Benno kommt wieder zu Besuch. Oh, Scheiße. Pasta. Ich will mein Lieblingsnerven. Was, Onkel Benno, nein! Oh, mein kleiner Goldschatz, lass dich am Arm. Blatt. Geh runter von mir, Onkel Benno. Was denn? Du kriegst mir so etwa seinen Lieblingsonkel? Du brichst mir die Rippen, verdammt nochmal. Oh, Alter. Also, wenn du mich fragst, Bruder, rauche ich mein Gras am liebsten durch die Bong. Das macht das Erlebnis viel intensiver. Aber nicht doch, Süße. Ich wollte dich eigentlich erst zum Nachtisch vernaschen. Ehrlich, Daniel. Ganz gefährliches Thema hier. Ich hätte sie fast geklärt. Oh. Lass gut sein. Wieso fallen die ihm aufs Maul? Oh nein. Das war zu geil.